Vor vielen Millionen Jahren, als die Kontinente noch auf dem Weltmeer drifteten, stieß der afrikanische Kontinent mit dem europäischen zusammen und beide schoben sich übereinander. Bei diesem gewaltigen Aufprall falteten sich die Alpen auf. So könnte Europas größtes Bergmassiv entstanden sein. Herzlich willkommen zu Schauplatz Deutschland, Germany Live. Ich bin Sabine Sauer und begrüße Sie herzlich in den Ostalpen mit dem zackigen Massiv des Watzmann. Maler, Dichter und Weltreisende meinen, dies sei eine der schönsten Landschaften der Welt. Der 1200 Kilometer lange und 250 Kilometer breite Gebirgszug trennt den südlichen vom nördlichen Teil Europas. Italien, Frankreich, Österreich, die Schweiz, Slowenien und Deutschland haben wesentliche Anteile an den Alpen. Die deutschen Ostalpen sind von München aus in einer Autostunde zu erreichen. Wer in die äußerste Ecke, ins Berchtesgadener Land, vordringen will, braucht 2 Stunden. Das 900 Jahre alte malerische Städtchen Berchtesgaden hat dieser Region ihren Namen gegeben, Berchtesgadener Land. Echt bayerische Gemütlichkeit herrscht in der Stadt. Die Bürgerhäuser in der Metzgersgasse tragen kunstvolle Fassadenmalereien. Bis in die Neuzeit war das Berchtesgadener Land ein unabhängiges Fürstentum. Die Fürstpröbste, die gleichzeitig weltliche und geistliche Herrscher waren, führten eine geschickte Politik zwischen den mächtigen Nachbarn Bayern, Salzburg und Österreich. Die Fürstpröbste konnten die Eigenständigkeit ihres Ländchens deshalb so lange bewahren, weil es auf riesigen Salzstöcken saß. Das weiße Gold war von unschätzbarem Wert. Denn ohne das Salz war die Nahrung weder genießbar noch haltbar. Der Wohlstand durch das Salz erreichte, wie es früher üblich war, nur die Adeligen und die Bürger. Die Bergbauern waren arm und blieben arm. Heute ist die atemberaubende Szenerie Grundlage des Wohlstands. Und der Fremdenverkehr, den sie anlockt, kommt allen zugute. Doch sehen Sie heute in unserer Sendung, warum dieses Geschenk des Himmels auch ein Fluch ist. Und warum es keinesfalls sicher ist, dass kommende Generationen hier noch leben werden. Sie lernen eine junge Sennerin kennen und den ältesten bekannten Alpenbewohner. Sie erfahren, wie richtiges Bergwandern geht und welche Folgen Leichtsinn haben kann. Sausen Sie mit mir über die Bobbahn und lernen Sie die alpenländische Antwort auf Bungee-Springen kennen. Machen Sie einen makaberen Ausflug auf den Obersalzberg und die Bekanntschaft mit einem deutschen Mythos und seinem Poeten. Kosten Sie eine Königsseeforelle und schippern Sie mit mir über den winterlichen Königssee. Königssee, Watzmann und das Kirchlein St. Bartholomä. Generationen von Malern haben dieses Motiv festgehalten. Tausendfach kopiert ist dieser Blick geronnen zum Kitschbild für die Sofaecke. Aber was kann das Original dafür, dass es zum Klischee verkam? Wir sind im Winter hier, wenn die Touristen spärlicher werden und die Natur Atem holen darf. 60 Millionen Jahre hat die Natur gebraucht, diese gewaltige Landschaft in ihrer heutigen Schönheit zu formen. Es ist eine bizarre Schönheit. Ein steinerner Ozean, dessen karge Höhen und geheimnisvolle Gletscher dem Menschen ebenso fern sind wie die Tiefen des Meeres. Vor allem im Winter ist die Bergwelt unwirtlich und gefährlich. Doch das hat die Menschen nicht abgehalten, sich schon vor Jahrtausenden hier anzusiedeln. In den Tälern an Flüssen und Seen ließen sie sich nieder, lernten es, sich mit dieser Landschaft zu arrangieren und begannen sie zu kultivieren. Die Menschen, die hier lebten, verstanden sich als Schicksalsgemeinschaften. Das Zusammenleben in kleinen, überschaubaren Lebensräumen, wie eingefriedet von den trutzigen Wänden der Berge, das vermittelte den Einwohnern hier schon immer ein besonderes Gefühl von Geborgenheit. Wer in dieser Sonderwelt Alpen überleben wollte, musste eine enorme Anpassungsleistung erbringen. Er musste die Gesetze der Natur verstehen und sich ihnen unterwerfen. Er musste raffinierte Techniken der Viehwirtschaft entwickeln und eine weitsichtige Vorratshaltung betreiben. Er musste endlose Wintermonate aushalten in tiefen, engen Tälern ohne einen Sonnenstrahl. Und er musste lange ohne Kontakte zur Außenwelt auskommen können. Das hat einen Menschenschlag geschaffen, der wettergegerbt und erdverbunden ist, am Überkommenen festhält und wenig Neigung zu Neuerungen hat.
Das Leben hier war hart und karg und unter den Schindeldächern grassierten Hunger, Armut, Krankheit und früher Tod. Das blieb bis ins 20. Jahrhundert so. So lange, bis der Fremdenverkehr begann. Die Fremden kamen aus dem Flachland. Dafür zogen sich die Tiere in die Höhen zurück. Luchse, Bären und Geier, die hier vor 200 Jahren noch lebten, gibt es heute nicht mehr. Die Steinböcke haben dank frühzeitiger Intervention überlebt. Das gilt auch für kostbare Pflanzenarten, wie das Wahrzeichen der Alpenregion, das Edelweiß. Vor rund 100 Jahren waren die Murmeltiere fast aus dem gesamten Alpenraum verschwunden. Heute sind sie wieder da, putzmunter. Den Sommer verbringen sie fressend, den Winter schlafend. Die Gämsen sind die Kletterakrobaten des Hochgebirges. Seit ihre natürlichen Feinde, Luchs, Wolf und Bär, aus den Alpen verschwunden sind, haben sie nur noch die Flinte des Jägers zu fürchten. Und seit ein paar Jahren auch die Fänge des Steinadlers, des deutschen Wappenvogels. Auch er hat sich im Naturpark wieder etabliert. Es gibt in den Alpen wieder Regionen, wo Pflanzen und Tiere weitgehend unberührt von menschlichen Eingriffen leben können. Dort trifft man sogar, wenn man Glück hat, einen balzenden Auerhahn oder einen Uhu. Beides ausgesprochen scheue Vertreter der gefiederten Art. An den Ufern des Königssees sieht es heute noch so aus wie eh und je. Das ist einem weisen Beschluss der bayerischen Regierung von vor 70 Jahren zu verdanken. Sie sorgte dafür, dass er, anders als die anderen bayerischen Seen, unbebaut blieb, dass aller Rummel sich fern von seinen Ufern abspielt. Keine Seilbahn auf den Berghängen, kein Hotel am Fuß der Berge. Fast ein Wunder, dass es bis heute so geblieben ist. Grüß Gott. Grüß Gott, hallo. Ein Menschenschlag, der am Überkommenen festhält und wenig Neigung zu Neuerungen zeigt, so hieß es gerade eben im Text. Hans Stangassinger ist Berchtesgadener in der 15. Generation bereits. Herr Stangassinger, wie haben die Menschen hier den abrupten Wechsel von der Bergeinsamkeit zum Touristenrummel eigentlich verkraftet? Die Berchtesgadener konnten nie über sich selbst bestimmen. Mhm. Sie lebten über 700 Jahre in einer Leibeigenschaft, regiert von den Fürstpröpsten von Berchtesgaden. Und der Tourismus ist heute auch eine Art Leibeigenschaft. Aber wir haben unsere Identität bewahrt mit einem fest fundierten Brauchtum, mit einem religiösen Brauchtum, das auch sehr stark in unseren Familien verwurzelt ist. Aber bleibt da nicht doch ein gewisser Widerspruch? Ja, sicher ist ein Widerspruch. Man will auf der einen Seite Geld verdienen, auf der anderen Seite seine Heimat bewahren. Und das müssen wir auf die Reihe bringen. Und wir bitten alle, die hier als Gäste zu uns kommen und auch die Einheimischen, dass sie mit uns zusammenhelfen, unsere Umwelt zu bewahren. Da ist er also, der unauflösbare Widerspruch. Ohne Touristen würde hier Armut herrschen und die Menschen müssten abwandern. Doch mit den Touristen kommen Entfremdung und Umweltschäden ins Land. Der Alpenwelt droht eine ökologische Katastrophe, verursacht durch den Menschen. Jahrelang warnten die Experten vor dem Raubbau an der Natur, dem Missbrauch der Landschaft. Jetzt rächen sich die Berge. Sie ertragen die Massen an Erholungssuchenden und Freizeitsportlern, die sie heimsuchen, einfach nicht mehr, samt ihrer städtischen Ansprüche an Komfort. Massentourismus heißt auch Massenverkehr. Autos verlangen Straßen und bringen Schadstoffe mit. Aus einsamen Alpendörfern werden Hotelstädte. Für die 40 Millionen Skifahrer in den Alpen sind jahrzehntelang ganze Alpenwälder abgeholzt worden. Bleibt der Pulverschnee einmal aus, wird mit Kunstschnee nachgeholfen. Das rettet zwar die Saison, doch es schädigt bleibend die Vegetation. Eine Erholungspause ist der Natur nicht vergönnt, denn die Alpen haben das ganze Jahr über Hochbetrieb. Auch mit Torf- und Düngerduschen sind Gras und Bäume nicht zu retten.